So, liebe Freunde, hallöchen und herzlich willkommen im Amnesia Folge 29. Es geht weiter an alle Horrorfans. Wir sind jetzt in dieser vergifteten Kanalisation oder what auch immer angekommen. Schauen wir mal, ob wir überleben. Diese komische Pilze hier, ist ja alles eklig und so. Ja, wir haben uns ja so eine Spritze da reingedonnert und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Einmal kurz den Lag für die Lampe machen, wollte ich sagen. Das hört sich schon gar nicht gut an und es sieht auch gar nicht gut aus. Oh, seht mal, da vorne ist ein Monster. Es wird wieder spannend und es ist auch jetzt riskant. Ich will eigentlich gar nicht weitergehen. Da sollte ich wohl eher nicht durch. Frage jetzt, wo muss ich lang? Ich werde dem Vieh... Es ist ja eigentlich immer ganz gut, das zu tun, was man eigentlich nicht für ratsam hält. Ich gehe dem Vieh also hinterher. Achso, ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Alles klar. Hier ist eine Sackgasse, herrlich. Toll, was mache ich hier jetzt? Oh oh. Das ist ja gerade mal ein bisschen scary hier. Also allem Anschein nach komme ich hier auf jeden Fall nicht weiter. Mit dem Rohr kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen, außer mich drunter zu stellen. Nee. Ja gut, dann war das wohl überflüssig, in diese Richtung zu laufen. Oh, hier. War doch nicht ganz überflüssig. Eine Zunderbüchse. Da müssen wir auch immer in diese Rohre schauen. Gucken, was drin liegt. Gut, gut, gut. Also, gut, ja. 28. Was ich hier jetzt gerade mitzähle, ist egal. Da ist nichts drin. Da kann ich nichts erkennen. Ist irgendwas aufgebrochen. Hier ist anscheinend nichts. Dann werde ich da wohl lang müssen. Ich habe da eigentlich nur relativ wenig Lust zu lang zu latschen. Weil, wenn das hier schon so aussieht... Oh. What? Ich höre irgendwas und es kommt hier aus dieser Richtung, also direkt hinter den Steinen her. Ja. Hier. Da kommen wir wohl nicht durch. Die Leiter ist hin. Ja, wir haben nur diese eine Möglichkeit hier. Das ist ja gerade recht linear. Ich habe so das böse Gefühl, dass gleich irgendwas passiert, weil wir ja auch den Sound aus dieser Richtung hier gehört haben. Da ist aber eine Tür. Ich renne einfach hin. So, und dann haben wir... So. Einen Raum. Mit Ketten, Rohren,
Und hast du nicht gesehen? Corselus 1, 2 und 2 Hebeln sowie ein weniger als die Hälfte einer Laternenfüllung. Lohnt sich das denn? Ja, das lohnt sich für uns. So, mit einer kleinen Menge Öl aufgefüllt, jawohl. Und 1, jetzt haben wir hier Großes. Also anscheinend können wir diesen Hebel auf 3 Stufen verstellen. Kleines Rädchen, mittleres Rädchen, großes Rädchen. Frage, was nützt uns das? Haben wir vielleicht irgendwie in unseren... Nein, wo war es denn hier? Journal, Notizen. Bezüglich explosiver Mischung, fehlende Status, Maschine, Impfstoff, Seuchenausbruch. Nein, Impfstoffversuche, nee, das ist alles Quark. Und wir haben auch keine Mementos gerade. Ja, dann machen wir mal irgendwas. Ach, jetzt haben wir ein Memento. Die 2 Hebel steuern die laute Maschine. Aha, danke. Da wäre ich nie drauf gekommen. Mein Gut, du sagst was. So, den stellen wir mal auf klein. Nichts genutzt. Auch mal auf groß. Auch nichts genutzt. Stellen den mal auf klein. Ah. Keine Ahnung, was uns das nützen soll. So, jetzt ist sie ganz leise geworden. Ob uns das was bringt, keine Ahnung. Ja, super. Können wir hier nicht sonst noch irgendwas machen? Nee. Hier gibt's auch sonst keinen Ausgang oder so. Nur hier was von diesen Pilzen und Rohren. Hier ist sonst echt nichts mehr. Oder können wir da irgendwo hochspringen? Ich glaube nicht, ne? Ne, aber mit Springen hat es dieses Spiel ja eh noch nie so. Ne, nee, das wäre alles an den Haaren herbeigezogen. So. Ich höre ein Monster. Ich verstecke mich hier bei den Pilzen. Ich höre es immer noch. Ja, und irgendwie geht die Musik auch nicht weg. Und ich sitze auf Stinkepilzen. Ja, okay, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das Ding nutzen soll, ganz ehrlich. Also ich bin gerade völlig ratlos. Wo sollen wir denn dann sonst hin? Was anderes als zurückgehen können wir ja auch nicht. Hm.
hier geht's ja auch nicht weiter. Und da sind wir hergekommen. Auf einem sehr... Ach du Scheiße. Boah. Auf einem sehr, beziehungsweise fast komplett, also kompletten linearen Weg. Ist ja komisch. Na gut, bevor ich weitermache, ist hier eine Folge zu Ende. Ich bin etwas ratlos, aber das werden wir nächste Folge sicherlich schon schaukeln. Bis dahin, tschö. Mit Ö. Euer Tomo. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis denn.